Shalom und Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Seid gegrüßt zu diesem Video heute. Und heute geht es um die wahre Bedeutung von vergeblich verehren sie mich, da sie nichts als Menschengebote lehren und halten, hat Jesus gesagt. Und vielen hat er gesagt, wird er sagen, dass er sie nie gekannt hat und dass sie von ihm weichen sollen, weil sie nur Gesetzlosigkeit wirken. Und was er mit diesen beiden Dingen gemeint hat, das werde ich euch jetzt hier darlegen. In sehr unmissverständlicher Art und Weise. Ich habe hier viele Bibelzitate einmal auch aus den Evangelien herangezogen und auch Zitate aus den Essener Evangelien. Und werde euch zu guter Letzt mit den Prophetenaussagen in eindeutiger Weise belegen, dass die Lehre dort in den Essener Evangelien die unverfälschte Lehre von Jesus Christus ist und auch, dass die Bedeutung halt von diesen beiden Dingen, was damit gemeint ist, werde ich euch hier unmissverständlich dort erklären und das vorwiegend auch mit biblischen Zitaten. Und hier in Matthäus 15, dort ging es darum, dass hier die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm vorwarfen, dass er und seine Jünger mit ungewaschenen Händen essen würden. Und sie fragten ihn, warum sie denn nicht die Überlieferung der Alten einhalten. Und dort bezeichnet Jesus sie als Heuchler und bringt dort dieses Zitat aus Jesaja, wo dort Jesaja zu dem Volk gesagt hat, dass es vergeblich den wahren Gott verehrt und ihn nur mit den Lippen ehrt und ihr Herz aber weit entfernt von ihm war. Und diese Generationen und Menschen wurden von Gott verworfen, wie wir auch in den späteren Prophetenzitaten dort sehen. Und Jesus sagt hier, dass nicht das, was in den Mund hineingeht, den Menschen verunreinigt, sondern nur das, was aus dem Mund herauskommt, nämlich was aus unreinen und bösen Gedanken entsteht, nämlich Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und dann haben wir das gleiche hier nochmal im Markus-Evangelium, Kapitel 7. Dort lesen wir nochmal identisch dasselbe. Und da spricht er halt auch nochmal zu seinen Jüngern, die ihn dann nochmal nach der Bedeutung dieser Dinge fragen. Und dort sagt er dann auch nochmal das gleiche hier, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann. Und er spricht dann zu seinen Jüngern nochmal, seid auch ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Und hier sagt er dann nochmal, beziehungsweise sagt er nicht, sondern steht hier nochmal hinzugefügt, damit erklärte er alle Speisen für rein. Und jetzt werde ich euch die gleiche Stelle aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens nochmal vorlesen. Und dort wird es schon in einem auch anderen Licht dargestellt. Es ist so ziemlich identisch, aber es hat noch einen wichtigen Zusatz. Und auch hier werfen sie ihm vor, dass er mit seinen Jüngern mit ungewaschenen Händen ist. Und fragen ihn halt, warum er und seine Jünger nicht den Überlieferungen der Alten folgen. Und da sagt Jesus Christus, gewiss hat Mose euch befohlen, euch zu reinigen und euren Körper und eure Gefäße reinzuhalten, aber ihr habt Dinge hinzugefügt, welche oftmals nicht von allen, zu allen Zeiten und an allen Orten befolgt werden können. Hört mich also, nicht allein unreine Sachen, welche in den Körper hineingehen, verunreinigen den Menschen, sondern vielmehr die üblen und unreinen Gedanken, welche aus ihren Herzen strömen, verunreinigen den inneren Menschen und ebenso andere.
Darum achtet auf eure Gedanken und reinigt eure Herzen und lasset eure Nahrung rein sein. Und ja, hier sehen wir, dass er dort sagt, dass nicht allein diese Dinge den Menschen verunreinigen. Das heißt ja, dass auch Dinge, die in den Menschen hineingehen, ihn verunreinigen können. Und das ist ja sogar nach den nach dem Gesetz Mose der Fall. Dort wurde ja auch zwischen reinen und unreinen Tieren unterschieden. Und ja, das ist das, was hier im Evangelium des vollkommenen Lebens steht. Und was jetzt kommt, das Evangelium, das Essene Humane Gospel of Christ, das ist sowieso eins der besten Evangelien, ja, die ich je gelesen habe, denn dort wird alles auch nochmal in viel mehr Erklärungen dort dargelegt. Und ist alles viel deutlicher geschrieben und zu verstehen. Und so werden hier auch die meisten Lehren von Jesus Christus offenbar, was damit wirklich gemeint war. Und ja, viele Puzzleteile ergeben letztendlich ein Gesamtbild. Und das passt halt, wie gesagt, mit den Prophetenaussagen aus der Bibel zu 100% überein. Und deswegen ist das ein Beleg dafür, dass das hier auch die unverfälschte Lehre von Jesus Christus ist. Und ich werde euch das jetzt hier vorlesen. Einige werden das vielleicht schon aus anderen Videos kennen. Und dort heißt es, zu einem späteren Zeitpunkt kamen einige der Schriftgelehrten und Ältesten aus dem Tempel zu Jeschua und sagten, sage uns, warum lehren deine Jünger, die Menschen, dass es verboten ist, das Fleisch der Tiere zu essen, die als Opfer dargebracht werden, so wie Mose sie bestimmt hat. Gott sagte zu Noah, die Furcht und der Schrecken vor dir soll auf jedem Tier des Feldes und jedem Vogel der Luft und jedem Fisch sein. In deine Hand habe ich sie dir gegeben, warum sprichst du dagegen? Und Jeschua sah sie an und sagte mit starker Stimme. Und ich will nochmal eben ins Gedächtnis rufen, wer vielleicht das letzte Video gesehen hat, dort habe ich ein Zitat gebracht aus kirchenhistorischen Schriften von einem alten Kirchenvater namens Hieronymus. Und der hat dort bestätigt, das ist dort auch mit Quellenangabe angegeben, könnt ihr gerne prüfen und nachlesen, der hat dort bestätigt, dass diese Dinge, worauf die Pharisäer und Schriftgelehrten dort ansprechen, und zwar, dass Gott zu Noah angeblich gesagt hat, diese Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, und dass er halt auch das erlaubt hat, Fleisch zu essen, dass diese Dinge vom Menschenverstand ersonnen, das heißt ausgedacht und erfunden wurden. Und ich habe euch auch dargelegt, dass die kircheneigenen Schriften belegen, dass Urchristen geglaubt haben, dass der Pentateuch, nämlich die fünf Bücher Mose, verfälscht waren und dass diese auch ihre eigenen Schriften hatten. Und verfälscht waren vor allen Dingen deswegen, weil sie auch nicht an die Tempelopfer dort geglaubt haben und all diese blutigen Gesetze, die dort gegeben wurden, auch wie die Steinigung. Und das waren für sie Verfälschungen, wie dort kircheneigene Schriften auch belegen. Und hier sagt Jesus Christus in diesem Zusammenhang zu ihnen, nämlich in dem Zusammenhang, dass sie hier sagen, dass Tieropfer rechtmäßig sind und auch das Essen von Fleisch rechtmäßig sind. Und er sagt in diesem Zusammenhang zu ihnen hier, ihr Heuchler, wohl hat Jesaja von euch und euren Vorvätern gesprochen, als er sagte, dieses Volk nähert sich mir mit seinem Mund und ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Denn umsonst verehren sie mich, weil sie Menschengebote als göttliche Lehren verkaufen und in meinem Namen lehren, nur um ihr eigenes Übel und ihre eigenen Gelüste zu befriedigen. Und dass das hier der wahre Zusammenhang ist, in dem Jesus Christus dieses Zitat gebracht hat, das werde ich euch gleich mit den Bibelzitaten aus den Propheten hier eindeutig und unmissverständlich belegen. Und ihr dürft gespannt sein, denn das
Das kann niemand von der Hand weisen, dass diese Parallelen, die ich dort aufzeige, einfach überwältigend sind. Und weiter sagt Jesus hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, und auch Jeremia hat Zeugnis gegeben, als er sagte, was Blutopfer und Tieropfer betrifft. Ich, der wahre Gott, habe euch an dem Tag, als ihr aus Ägypten herausgekommen seid, nichts von diesen Dingen geboten, sondern nur das habe ich euch geboten, Gerechtigkeit zu tun, auf den uralten Wegen meiner Gesetze zu gehen und Gerechtigkeit zu üben, die Barmherzigkeit zu lieben und demütig mit eurem Gott zu wandeln. Und dieses Jeremia-Zitat werde ich euch gleich auch noch mal eben vorlesen. Und ja, dort sehen wir sogar in der Bibel, dass Gott dort durch seinen Propheten Jeremia sagt, dass er diese Dinge, Tier- und Schlachtopfer und Brandopfer, niemals seinem Volk und auch nicht Mose gegeben hat. Und das ist somit eine Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt habe, dass diese Kirchenschriften dort belegen, dass auch es Kirchenväter gab, die dort gesagt haben, dass diese Dinge in 1. Mose dort, die besagen, dass Gott erlaubt hat, Menschen oder Menschen erlaubt hat, dieses Fleisch zu essen und auch die Tieropfergebote gegeben hat, dass das von Menschenverstand ausgedacht und erfunden wurde. Aber wir wollen noch mal eben den Text hier eben weiterzulesen. Und dort sagt Jeschua weiter: Aber ihr habt nicht auf mich gehört, beziehungsweise das ist immer noch das Zitat hier aus Jeremia, der euch am Anfang alle Arten von Samen und Früchten der Bäume und Kräuter und Pflanzen zur Nahrung und zur Heilung von Mensch und Tier gegeben hat. Und die Schriftgelehrten sprachen zu Jeschua: Du sprichst gegen das Gesetz, deine Sünde ist groß. Und Jeschua erkannte die Härte ihres Herzens und die Sturheit ihrer bösen Wege, denn sie waren ohne Barmherzigkeit oder Güte. Und er sprach zu ihnen: Nein, ich spreche weder gegen Mose noch gegen das uralte Gesetz, das immer dasselbe war, sondern ich spreche gegen die, die das Gesetz wegen der Härte ihres Herzens verdorben haben. Und eine Stelle, die wir in der Bibel finden, in Matthäus, die belegt ebenfalls, dass das heilige Gesetz durch die Härte ihrer Herzen verdorben wurde. Und das ist nämlich die Stelle, wo es dort um den Scheidebrief geht, die ich gleich euch auch noch vorlesen werde. Und wo Jesus dort sich darauf bezieht, dass es aber am Anfang nicht so war. Und dort bezieht er sich dort auf die Schöpfung halt auch, auf den Anfang. Und wenn er sich in diesem Zusammenhang dort auf den Anfang bezieht und auch somit sagt, dass sich das heilige Gesetz nicht wegen der Hartherzigkeit der Menschen dort irgendwie verändert, ja, dann muss man sich mal fragen, was denn vielleicht am Anfang noch nicht so gewesen ist. Und das war nämlich, dass das Fleischessen auch nicht am Anfang erlaubt wurde, sondern auch, wenn überhaupt, nur wegen der Hartherzigkeit dort erlaubt wurde von Moses, aber nichtsdestotrotz, wie auch nämlich der Ehebruch vor Gott eine Sünde war, so ist auch das Fleischessen immer noch eine Sünde, auch wenn es wegen der Hartherzigkeit dort erlaubt wurde durch Mose. Aber wie gesagt, diese Dinge wurden dort, wie gesagt, auch ja, laut den Kirchenvätern und dort durch von Menschen ersonnen und ausgedacht. Und auch die Urchristen haben daran nicht geglaubt. Und diese Evangelien hier belegen dies ebenfalls. Und wie wir gleich sehen werden, gibt selbst die Bibel darüber Aufschluss und Auskunft, dass das der Fall ist. Und weiter sagt Jesus hier: Aber siehe, ein Größerer als Mose ist hier, denn ich komme, um das Gesetz auf weiche, fleischliche Herzen und nicht auf steinerne Tafeln zu schreiben, damit die Sanftmütigen leben und die Gesetzlosen gerichtet werden. Und ich sagte ja, dass ich hier auch die wahre Bedeutung dessen geben werde, wenn Jeschua sagt: Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und das ist schon mal eine Andeutung darauf. Die Sanftmütigen nämlich, die entscheiden sich für das Unblutige
was der himmlische Vater am Anfang in der Schöpfung gegeben hat, dem Menschen und dem Tier zur Nahrung. Und die Gesetzlosen, die entscheiden sich für das, was durch Blutvergießen und durch das Schwert genommen wird. Aber wie gesagt, das werde ich im Verlauf noch in aller Deutlichkeit darlegen. Denn ihr redet nach eurer Bosheit und richtet Mose, sagt er hier weiter. Erkennt, dass Mose, mein Knecht, in Wahrheit über den wahren Gott sprach, aber eure Vorfahren, deren Wege böse waren, nannten die Wahrheit eine Lüge und machten die Lüge zur Wahrheit. Und auch das findet man in Jeremia 8,8 wieder. Das werde ich euch gleich auch noch vorlesen. Und ihr glaubt immerzu der Lüge, weil in euch keine Wahrheit gefunden werden kann. Euer Gesetz stammt von dem Vater der Lüge. Und auch das hat Jesus Christus in der Bibel gesagt. Dort hat er auch den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, dass sie den Teufel zum Vater haben. Und nach seinen Begierden wollen sie tun. Und seine Begierden sind natürlich, zu stehlen, zu morden und zu schlachten. Das ist das, was Jesus auch in der Bibel gesagt hat, dass der Feind allein gekommen ist, um zu stehlen, zu morden und zu schlachten. Nur mal als Denkanstoß nebenbei. Und deine Überzeugungen sind die Erfindungen deines Gottes, der die Wahrheit nicht kennt, sondern nur die Lüge, denn in ihm ist keine Wahrheit zu finden, der den unmöglichen Gedanken hatte, sich dem Ewigen gleich machen zu wollen. Aber er strebte nicht nach Licht, sondern nach der Finsternis. Wisset also, dass ihr Arbeiter der Finsternis seid, denn in euch ist kein Licht. Entschuldigung. Das Licht ist direkt vor euch, aber ihr seht es nicht. Und wenn ihr den wahren Mose nicht kennt, dann kennt ihr auch den größeren Mose nicht. Und die Ältesten und Schriftgelehrten waren wütend auf die Worte von Jeschua, denn sie verstanden, dass sie böse und störrisch waren, und sie nahmen Steine auf, um sie nach ihm zu werfen. Aber Jeschua ging mitten durch sie hindurch, verborgen vor ihrer Gewalt. Das war jetzt aus dem Kapitel 18. Und jetzt habe ich hier nochmal eine nahezu identische Stelle aus dem Kapitel 56, nee, 51. Und dort lesen wir Folgendes. Und einige der Ältesten und Schriftgelehrten des Tempels kamen zu ihm und sagten: Warum lehren deine Jünger die Menschen, dass es wider das Gesetz ist, das Fleisch von Tieren zu essen, da sie doch nach dem Befehl des Moses als Opfer dargebracht werden? Denn es ist geschrieben: Gott sprach zu Noah: Furcht und Schrecken vor euch soll auf jedes Tier des Feldes kommen und auf jeden Vogel der Luft und jeden Fisch im Wasser, wenn sie in eure Hände gefallen sind. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr Heuchler, wohl sprach Jesaja von euch und euren Vorvätern: Dieses Volk ist mir nahe mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und denn sie beten mich vergeblich an und lehren in meinem Namen als göttliche Lehren, was Gebote der Menschen sind, um ihre eigenen Gelüste zu befriedigen. Und ebenso gibt Jeremia Zeugnis, wenn er über die Blutopfer sagt: Ich, euer Gott, befahl euch nichts davon in den Tagen, als ihr aus Ägypten gekommen seid, sondern ich befahl euch nur Rechtschaffenheit, Festhalten an den alten Gebräuchen, Gerechtigkeit zu pflegen und demütig vor eurem Gott zu wandeln. Ihr aber habt nicht auf mich gehört, der euch von Anfang an alle Arten von Samen gab und Früchte der Bäume und Kerne für die Nahrung und zur Heilung von Mensch und Tier. Und sie entgegneten: Du sprichst wider das Gesetz. Und er sprach abermals über Moses: Wahrlich, ich spreche nicht wider das Gesetz, sondern gegen die, welche sein Gesetz verdarben, das er wegen der Härte eurer Herzen erlaubte. Doch siehe, ein Größerer, denn Mose ist da. Und sie gerieten in Zorn und hoben Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus ging mitten durch sie hindurch und war vor ihrer Gewalt verborgen. Und jetzt gebe ich euch nochmal eben hier das Beispiel aus der Bibel, was dort ebenfalls wegen der Härte der Herzen von Mose erlaubt wurde, wofür Jesus Christus aber eindrücklich gewarnt hat, dass Menschen, die solche Dinge tun, vor Gott nach wie vor Ehebrecher sind und auch nicht in das ewige Leben eingehen werden. Und dort heißt es hier: Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen?
Und Jesus sprach zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und das ist ja ein eindeutiger Beweis dafür, dass durch Mose Dinge gegeben wurden auch. Seien sie nun verfälscht oder nicht. Entweder waren sie jetzt verfälscht oder sie wurden wegen der Herzenshärtigkeit erlaubt. Aber wie auch immer, nichtsdestotrotz waren sie vor Gott eine Sünde. Und wie gesagt, wenn sich Jesus hier auf den Anfang bezieht, in dieser Sache, in diesem Zusammenhang, warum sollte er sich dann nicht auch im Zusammenhang mit der Nahrung auch auf den Anfang beziehen? Und warum sollte man dann nicht davon ausgehen, dass auch diese Dinge, wenn sie nicht verfälscht wurden, dann nur wegen der Herzenshärtigkeit dort erlaubt wurden und auch somit trotzdem noch vor Gott eine Sünde sind und eine Übertretung seines Gesetzes, nämlich des ewigen Gesetzes der Liebe und des ewigen Gesetzes der Heiligkeit allen Lebens. Denn was der Vater geschaffen hat und wem er seinen Lebensodem eingehaucht hat, das haben weder Mensch noch Engel das Recht zu nehmen. Sondern er ist es, der das Leben gibt, der himmlische Vater, und auch wieder nimmt. Er alleine. Und ja, dass Ehebrecher nicht ins Himmelsreich eingehen werden. Ja, solange sie halt auch nicht darüber Buße tun. Das sagt er hier. Dort sagt er: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und deine rechte Hand, die Anlass zur, wenn deine rechte Hand die Anlass zur Sünde gibt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wenn seine Frau oder wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, also Unzucht, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und das bestätigt halt auch nochmal, dass dort der Satan viele unheilige Gesetze dem Volk gegeben hat. Nämlich auch, wenn man sich an das hält, was hier durch Mose erlaubt wurde, nämlich sich seiner Frau einen Scheidebrief auszustellen. Es sei denn halt wegen Unzucht, wie Jesus auch hier sagt, dann ist man nichtsdestotrotz vor Gott ein Ehebrecher. Und wie soll ich sagen, ja, wie groß diese Sünde sozusagen ist des Ehebruchs vor Gott, darauf macht er hier aufmerksam, denn er sagt hier, dass man sich eher sein rechtes Auge ausreißen oder seine rechte Hand abhacken soll, bevor man solche Dinge tut, denn sonst wird man ja in die Hölle geworfen. Und jetzt kommt noch mal eben was aus dem Human Gospel of Christ und aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens. Und danach geht es dann auch direkt zu den Bibelstellen, die euch unmissverständlich und einwandfrei belegen, dass diese Lehren hier aus dem Human Gospel of Christ, dass das nichts als die Wahrheit ist und die unverfälschte Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Und hier lesen wir: Denn ich sage euch, diejenigen, deren Hände mit Blut befleckt sind und deren Mäuler mit dem Fleisch unschuldiger Kreaturen verunreinigt sind, sind weder in dieser Welt noch in der kommenden des Lebens würdig.
Lasst solche durch die heiligen Wahrheiten des Königreichs von neuem geboren werden, oder sie wären für immer in Vergessen geraten bei Gott. Denn sie werden unter keinen Umständen in das Reich des Lichts eintreten, sondern werden aufgrund ihrer Blutschuld in der Finsternis bleiben. Alle wissen, dass Gott sowohl den Menschen als auch den Tieren die Körner und die Früchte der Erde als Nahrung gibt, und niemand soll sagen, dass er gerecht ist, wenn er die einzig rechtmäßige Nahrung für den Körper nicht isst. Der Räuber, der in das vom Menschen gemachte Haus einbricht, ist schuldig, aber die, die in das von Gott geschaffene Haus einbrechen, sind die größten Übeltäter. Darum sage ich zu allen, die meine wahren Jünger sein wollen, haltet eure Hände fern vom Blutvergießen und lasst kein Fleisch. Entschuldigung, das ist hier doppelt. Lasst kein Fleisch in euren Mund. Denn Gott ist gerecht und großzügig und er hat bestimmt, dass der Mensch von den Früchten und den Samen der Erde allein lebt. Und diese Stelle ist jetzt aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens nochmal, dort lesen wir. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wer Vorteile zieht aus dem Unrecht, das einem Geschöpf Gottes zugefügt wird, der kann nicht rechtschaffen sein. Ebenso wenig können die mit heiligen Dingen umgehen oder die Geheimnisse des Himmels lehren, deren Hände mit Blut befleckt sind oder deren Mund durch Fleisch verunreinigt ist. Und was Gott von solchen Menschen hält, deren Hände mit Blut befleckt sind, das lesen wir gleich auch in den Propheten. Und weiter sagt Jesus hier noch, Gott gibt die Körner und die Früchte der Erde zur Nahrung. Und für den rechtschaffenen Menschen gibt es keine andere rechtmäßige Nahrung für den Körper. Der Räuber, der in ein Haus einbricht, das von Menschen gebaut ist, ist schuldig, aber die, die in ein Haus einbrechen, das von Gott gebaut ist, sind die größeren Sünder. Deshalb sage ich zu allen, die meine Jünger werden wollen, haltet eure Hände frei vom Blutvergießen und lasst kein Fleisch über eure Lippen kommen. Das heißt, auch hier finden wir die gleichen Worte in dem Evangelium des vollkommenen Lebens wieder. Und auch diese Stelle macht das nochmal deutlich. Und ich sage euch noch einmal, wenn es jemanden gelüstet und er den Körper eines Lebewesens zur Nahrung oder zum Vergnügen oder zum Vorteil besitzen will, verunreinigt er sich dadurch, denn er leugnet meine Gebote und ist schuldig. Und jetzt kommen wir hier dazu, dass wir das alles hier in Zusammenhang bringen mit den Aussagen der Propheten. Und das erste ist hier aus Jesaja, Kapitel 1, Vers 10 bis 16. Und dort fragt der himmlische Vater dort das Volk durch seinen Propheten, wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt, und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert? Bringt nicht länger da solch nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Und dieses Zitat macht schon mal unmissverständlich deutlich, dass erstens diese Opfer nichtige Opfer sind, denn die Bibel sagt ja selbst, dass sie auch keine Sünden hinwegnehmen können. Wir sehen hier, dass diese Brandopfer Gott ein Greuel sind. Und wir sehen hier, dass dadurch die Menschen ihre Hände mit Blut beflecken. Und dadurch, dass auch, vor allem auch dadurch, dass sie dort die Wahrheit von den wahren Propheten dort offenbart bekommen haben. Denn diese hat ja der himmlische Vater immer und immer wieder zu seinem Volk geschickt, damit sie von diesen Dingen ablässt. Oder damit es von diesen Dingen ablässt.
Doch sie haben nicht darauf gehört. Und deswegen verhüllt er seine Augen vor diesen Menschen und er hört nicht einmal ihre Gebete, denn ihre Hände sind voll Blut. Und er sagt hier: Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Und das ist hier in direktem Zusammenhang mit diesen Brand- und Schlachtopfern hier von Widdern und Mastkälbern und Stieren und Lämmern und jungen Böcken in Zusammenhang gebracht. Das sind böse Taten in den Augen des himmlischen Vaters. Und die werden nicht ohne Folgen bleiben, solange man nicht darüber Buße tut und fortan das Unblutige zu sich nimmt als Nahrung, was der himmlische Vater in der Schöpfung gegeben hat. So, und hier sehen wir auch nochmal, dass es dort auch vor allem auch um Jerusalem geht, dort wo der Tempel stand, wo all diese Schlacht- und Brandopfer dargebracht wurden. Und dort steht geschrieben: Wehe der widerspenstigen und befleckten, der gewalttätigen Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zurechtweisung angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott hat sie sich nicht genaht. Ihre Obersten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Wölfe am Abend, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Und das Gesetz, dem sie hier Gewalt antun, das ist wie gesagt die Heiligkeit allen Lebens und das Gesetz, das ewige Gesetz der Liebe, was vor Grundlegung der Welt schon existiert hat und auch in alle Ewigkeit existieren wird. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, sagt Jesus Christus, als dass dieses Gesetz vergeht, denn die Liebe ist ewig, denn auch Gott ist die Liebe und auch Gott ist ewig. Und ja, das ist das Gesetz, auf das sich auch hier die Propheten beziehen. Und natürlich auch das Gesetz, auf das sich Jesus Christus bezogen hat. Und hier ist nochmal eine verkürzte, ja, Version von Jesaja 66, 1 bis 4. Ihr könnt euch gerne das Ganze, die ganzen vier Verse anschauen dort, wenn ihr eine Bibel habt oder auch meinetwegen gerne auf Bible-Server oder wo auch immer. Und dort lesen wir: Wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Und am Anfang sagt der Herr dort, dass, wie gesagt, dass er nicht in irgendwelchen von Menschen gebauten Tempeln oder Häusern wohnt, sondern dass der Himmel dort sein Thron ist und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Und er sagt auch dort, wie sie ihre eigenen Wege gewählt haben. Und das gewählt haben, was ihm ein Greuel ist und wovor ihm graut, so will auch er über diese Menschen das bringen, wovor ihn graut, weil er nämlich auch immer wieder seine Propheten gesandt hat und sie aber nicht darauf gehört haben, sondern sogar die Propheten dort umgebracht haben, ihre Botschaft abgelehnt haben und sie umgebracht haben, genauso wie sie es mit Jesus Christus getan haben. Und solche Aussagen wie diese hier: Wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Und wie hätte Gott jemals solche Gebote geben können, Rinder zu schlachten, wenn er solche Sa Aussagen hier trifft? Das sollte sich mal jeder fragen. Und die nächste Stelle aus Jesaja ist auch sehr interessant. Dort lesen wir aber: Siehe da, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber meinen Ohren ist vom Herrn Sebaoth offenbart: Wahrlich, diese Schuld soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Und das ist, ich weiß nicht, deutlicher kann man es nicht mehr rüberbringen, dass solche Dinge, Rinder zu töten, Schafe zu schlachten, Fleisch und deren Fleisch zu essen, nur aus fleischlichen Begierden und fleischlichen Gelüsten heraus, das
bringt das Gericht Gottes über die Menschen. Und das ist das Ding, wie auch alle diese Dinge zusammenhängen und die auch bestätigen, dass diese Lehren aus dem Essene Humane Gospel of Christ die unverfälschten Lehren sind. Denn das bedeutet, den himmlischen Vater vergeblich zu verehren und von ihm gesagt zu bekommen, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Denn wir lesen gleich, dass er diese Generation verworfen hat und dass er auch diese Tempel dort, die zu Götzentempeln gemacht wurden, die eigentlich gebaut wurden, damit es ein Bethaus für alle Nationen sein soll, die Menschen aber dort zu einer Räuberhöhle gemacht haben und mit allen möglichen Gräueln erfüllt haben. Ja, dass das der Grund ist, dass dort unschuldiges Blut vergossen wurde, dass diese Tempel einmal in Silo und dann in Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurden. Denn Gott hat sich diese Dinge lange mit angeschaut, er hat seine Propheten gesandt und immer wieder wurden diese abgelehnt und umgebracht und irgendwann ist bekanntlich das Maß der Sünde voll und dann wird Gott sein gerechtes Urteil sprechen. Und jetzt kommt hier eine Stelle aus Jeremia Kapitel 7. Einmal Vers 3 bis 15 und dann Vers 21 bis 28. Und die ist ebenfalls sehr, sehr interessant und belegt diese Dinge, die ich bis jetzt gesagt habe. Und hier lesen wir, so spricht der Herr Sebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind. Und diese Lügenworte können ja auch hier nichts anderes sein, wenn Gott schon sagt, dass er diese Dinge nicht gegeben hat und dass er sie halt deswegen halt auch seinem Gericht oder sein Gericht dort auf sie zieht. Diese Lügenworte können nichts anderes als die sein, dass angeblich Brand- und Schlachtopfer und Blutopfer vom himmlischen Vater gegeben wurden und auch das Essen von Fleisch erlaubt wurde. Und er sagt hier, geht hin an meine Stätte zu Silo, wo früher mein Name gewohnt hat und schaut, was ich dort getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Weil ihr denn lauter solche Dinge treibt, spricht der Herr, und weil ich immer wieder zu euch redete und ihr nicht hören wolltet, und ich euch rief und ihr nicht antworten wolltet, so will ich mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich mit Silo getan habe, und will euch von meinem Angesicht verstoßen. Und in diesem Tempel, wie gesagt, das war ein Götzentempel, der zu einem Schlachthof pervertiert worden ist von den Menschen. Ein riesiger Schlachthof, denn allein dort in Jerusalem durften die Israeliten diese Tiere opfern und das Fleisch essen. Und da kann man sich vorstellen, wie viele Menschen da alltäglich hingekommen sind, um dort Tiere zu opfern und zu essen. Und das sind die Dinge und das sind die Gründe, warum der himmlische Vater dort diese Stätten dem Erdboden gleichgemacht hat. Weil dort das unschuldige Blut seiner Geschöpfe vergossen wurde. Und auch hier sagt er halt nochmal, denn ich habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt noch geboten von Brand- und Schlachtopfern. Sondern, dies Wort habe ich ihnen geboten, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohl gehe. Aber sie wollten nicht hören, noch ihr Ohr neigen, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat
und nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Und das bedeutet hier unmissverständlich, dass indem sie sich für diese Dinge entschieden haben dort, sich in diese Lüge zu ihrer Zuflucht gemacht haben und gesagt haben, dies ist des Herrn Tempel dort und dort werden dort dem Herrn diese Schlachtopfer und Brandopfer dargebracht und das Blut dieser Opfer vergibt uns unsere Sünden und so weiter und so fort, diese Lügenworte, die zu nichts Nütze sind, aber auf die sie sich verlassen haben, wie wir hier lesen, das bedeutet, wie Gott hier sagt, dass sie nach ihrem eigenen Rat und ihrem verstockten und bösen Herzen gewandelt sind und ihm dadurch und seinem heiligen Gesetz den Rücken gekehrt haben. Und deswegen hat er diese Generation und diese Menschen verworfen und von seinem Angesicht verstoßen. Und jetzt gebe ich euch nochmal ein Gleichnis aus aus Markus. Und das belegt, aus welchem Grund auch Jesus Christus gekommen sein muss. Denn aus diesem Grund sind nämlich auch, wie wir gerade gelesen haben, all die Propheten gekommen. Nämlich um das Volk von diesen unschuldigen Blutvergießen, dort von diesen Blut- und Brand- und Schlachtopfern, die dort in dem Tempel tagtäglich dargebracht wurden, dort abzubringen und sie davon zur Buße und zur Umkehr zu rufen. Und dass das halt auch eine der Hauptmissionen war, die Jesus Christus dort durchzuführen hatte. Denn er hat ja alles wieder, oder er wollte, oder hat auch wieder alles zu seinem Ursprung zurückgeführt. Und der Ursprung war, wie wir wissen, auch das unblutige Priestertum, nämlich die Eucharistie, das ewige Priestertum Gottes, was, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, auch die Vorväter alle schon gekannt haben, auch deren Bedeutung gekannt haben, was eine perfekte Symbolik auf das war, was Jesus Christus vollbringen sollte, nämlich, dass er seinen Leib für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat. Und ja, dieses Gleichnis hier besagt, und er fing an, nämlich Jesus, in Gleichnissen zu sprechen, zu ihnen zu reden. Und dort sagte er, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und das ist ein Bildnis darauf, auf die Propheten, die der himmlische Vater immer wieder gesandt hat, um dort die Menschen da zu berufen, dass sie dort Früchte bringen, nämlich Früchte der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit und der Liebe. Aber diese wurden, ja, hier, wie es hier steht, genommen, geschlagen und leer wieder fortgesandt. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Und wer dieser Sohn hier sein soll, das sollte jedem klar sein. Und zwar ist das nämlich unser Herr Jesus Christus. Und weiter heißt es hier, jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie kannten
denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte. Und das ist ein Gleichnis darauf, wie wir gerade auch gelesen haben, dass Gott immer wieder seine Propheten zu seinem Volk gesandt hat, um sie von diesem Ding, diesem unschuldigen Blutvergießen in seinem oder beziehungsweise nach seinem Namen benannten Tempel dort abzubringen, weil diese Dinge ihnen halt den Weg ins Himmelsreich versperrt haben. Und ja, sie zur Rechtschaffenheit, zur Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und zur Liebe zu berufen. Doch nie haben sie auf diese Knechte, die Propheten, reagiert. Und dann steht hier, hat der Vater, dieser Weinbergbesitzer, noch seinen Sohn gesandt und hat gedacht, auf ihn werden sie hören, doch auch ihn haben sie verworfen, den Eckstein nämlich. Und das Fundament haben sie dort verworfen und auch getötet. Ihn haben sie ja natürlich umgebracht auch und getötet. Und das ist das der Beweis hier auch, dass auch Jesus Christus, wie auch diese Evangelien besagen, dass er gekommen ist, um diese Blutopfer abzuschaffen. Und alles wieder zu seinem Ursprung, zu der unblutigen Opfergabe und zur unblutigen Nahrung zurückzuführen. Und jetzt haben wir hier nochmal weitere Propheten, Aussagen, und einmal hier in Hosea. Dort sagt der himmlische Vater, an jenem Tag will ich einen Bund für sie schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Land zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Und daran erkennen wir, dass all diese Kriegsinstrumente, wie halt Bogen, Schwert und Rüstung, dass diese halt auch dem himmlischen Vater sicherlich ein Greuel sind. Denn Jesus sagte ja auch, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und der himmlische Vater ist der Gott des Friedens und nicht ein Gott des Krieges. Und er möchte, dass alle seine Geschöpfe in Sicherheit wohnen. Nämlich die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel und das Gewürm des Erdbodens. Von dem möchte er, dass alle seine Schöpfung sicher, in Sicherheit wohnen kann. Und jetzt habe ich hier nochmal ein paar kleine Stellen, die ich euch zeigen, was Erkenntnis des Herrn bedeutet. Und die Erkenntnis des Herrn und dessen, den er gesandt hat, ist wohl bekanntlich auch das ewige Leben, denn das ist das, was wir in den Evangelien finden. Das ist das ewige Leben, Gott zu erkennen und den er gesandt hat. Und in Jesaja 11 lesen wir, man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und das sagt uns hier unmissverständlich, dass Erkenntnis des Herrn bedeutet, dass man weder Bosheit tut, noch irgendjemandem Schaden tut, irgendjemandem Schaden zufügt. Und sei es dem geringsten Tier, das er erschaffen hat. Denn wir haben eben gesehen, dass er möchte, dass alle seine Geschöpfe in Sicherheit wohnen können. Und wie wir auch wissen, sind die Dinge, nach denen dort Jesus Christus, wenn er in aller Herrlichkeit wiederkommt, die Gerechten von den Gottlosen trennen wird, das sind die Taten der Liebe, die sie ihren Nächsten getan haben und die sie somit auch ihm getan haben, sagt er. Denn das, was wir unseren Nächsten Gutes tun, das tun wir ihm. Und das ist daher, da er mit allen Freuden seiner Geschöpfe, er sich mitfreut, aber auch mit allen Leiden seiner Geschöpfe mitleidet. Und das bezieht sich auf alle Geschöpfe und nicht nur auf Menschen. Und hier sehen wir nochmal auch, warum
auch letztendlich dort diese beiden Tempel dem Erdboden gleichgemacht worden, wie wir auch eben in Jeremia gelesen haben, weil das Volk nämlich keine Erkenntnis Gottes hatte und die Erkenntnis verworfen hat. Und wir lesen hier, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahingerafft. Jedoch niemand soll rechten oder jemanden zurechtweisen, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester, sodass du stirbst am hellen Tag. Und er klagt hier explizit die Priester an. Und die Priester waren natürlich diejenigen, die diese ganzen Blut- und Tieropfer durchgeführt haben. Und die nämlich auch die Erkenntnis des Herrn verworfen haben. Und die auch, wie auch er den Pharisäern und Schriftgelehrten vorgeworfen hat, den Menschen, die es ins Himmelsreich wollten, den Weg dorthin versperrt haben. Und das war der Grund. Und das hatte ich auch schon vorher erwähnt, dass sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus Christus die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer allesamt über einen Kamm geschert hat. Und sogar die, die ihnen gefolgt haben, von denen er ja sagt, dass sie ins Himmelsreich wollten, alle die wurden über einen einzigen Kamm geschert und ihnen wurde bestätigt, dass sie nicht in das Himmelsreich eingehen, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer ihnen den Weg dorthin versperren. Und das muss einfach nur auf einen einzigen Grund zurückzuführen sein. Denn es ist extrem unwahrscheinlich, dass alle diese Menschen hassende Menschen waren und ja, hassende Herzen hatten, sondern es muss auf einen einzigen Grund zurückzuführen sein. Und unser Herr Jesus Christus kennt ja auch die Herzen der Menschen. Und es ist einfach nur völlig unrealistisch, dass alle diese Menschen böse Herzen hatten und hassende Herzen hatten. Das ist einfach nur unwahrscheinlich, sondern es ist auf einen einzigen Grund zurückzuführen. Und das ist derjenige, dass sie dort seinen Geschöpfen diese Dinge angetan haben, ihr unschuldiges Blut vergossen haben, ihr Fleisch gegessen haben. Und weiter heißt es hier noch, ja, auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht und ich lasse deine Mutter umkommen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast. Und wir haben eben gelesen, was die Erkenntnis des Herrn ist, dass man keinem seiner Geschöpfe Schaden tut und keine Bosheit tut. Und wir haben auch gesehen, dass der himmlische Vater möchte, dass all seine Schöpfung in Sicherheit wohnt. Und er will da sogar, wie er hier sagt, einen Bund schließen und dadurch sicherstellen, dass das der Fall ist. Und wie wir eben gelesen haben, hat der himmlische Vater diese beiden Tempel dort dem Erdboden gleichgemacht. Aus demselben Grund, nämlich dass sie seine Erkenntnis verworfen haben, dass alles Leben heilig ist und dass alle Taten der Liebe wie auch der Bosheit sie auch Gott damit antun, die sie aller seiner Schöpfung zufügen, seien es gute oder böse Taten. Denn wie ich sagte, Gott und auch Jesus Christus, der zweite Vater ist, die ja, leiden mit den Leiden und erfreuen sich an den Freuden aller ihrer Schöpfung. Und hier habe ich nochmal eben die Bestätigung, auch in Jeremia 8, dass das Wort des Herrn verworfen wurde und somit keine Weisheit mehr übrig geblieben ist. Und dort lesen wir: Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns? Siehe, zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Die Weisen werden beschämt, sie sind schreckerfüllt und werden gefangen. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Und was für eine Weisheit haben sie nun?
Und abschließend habe ich jetzt nochmal ein etwas längeres Zitat aus dem Assumed Human Gospel of Christ. Und nach vor dem Hintergrund, den ich euch gerade hier gegeben habe, aus den Bibel eigenen Zitaten, wird es euch sicherlich leichter fallen zu erkennen, dass das hier die wahre Lehre unseres Herrn ist. Und er sagt hier, denn ich komme, um alle Opfer und alles Blutvergießen zu beenden und es euch zu sagen, wenn ihr nicht aufhört, Fleisch und Blut zu opfern und zu essen, wird der Zorn Gottes nicht aufhören, über euch zu kommen. Und das ist genau dasselbe, was die Propheten immer wieder dem Volk und im Tempel dort verkündet haben und was immer wieder abgelehnt wurde. Und auch heute noch die Menschen, die von sich behaupten, Jesus Christus nachzufolgen und dem wahren Gott zu dienen, wenn man wenn man diese Menschen lehrt, dass Gott am Anfang die Früchte der Bäume und das Getreide und alles, was das Erdreich der Mutter Erde hergibt, zur Nahrung gegeben hat, dann wird man dort als Irrlehrer bezeichnet, dann wird das dort als satanisch bezeichnet, dann werden dort irgendwelche Verse von Paulus und hast du nicht gesehen, dort entgegnet, die einen dort somit, wie gesagt, als Irrlehrer und als satanischen Lehrer dort bezeichnen, weil wenn man lehrt, dass es Gott ein Greuel ist, wenn seine Geschöpfe misshandelt und umgebracht und gegessen werden. Und das sind Dinge, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und frage, was geht dort in diesen Köpfen vor, die behaupten, Jesus Christus nachzufolgen, die behaupten, ja, so wandeln zu wollen, wie er gewandelt ist, die behaupten dort auch dem Gesetz der Liebe zu folgen, aber gleichzeitig die Geschöpfe Gottes dort herzlos aus ihren eigenen fleischlichen Begierden und Gelüsten dort umbringen zu lassen, das durch ihr Kaufen dieser Dinge dort zu finanzieren, denn dort, wo keine Nachfrage ist, da ist auch kein Markt. Das heißt, wenn diese Dinge nicht nachgefragt würden wie Fleisch, dann würden sie auch nicht verkauft werden. Aber da diese Dinge ja, von nahezu jedem Menschen dort nachgefragt werden und gekauft werden, ist natürlich auch dieser Fleischmarkt riesig und diese Massentierhaltung nimmt Ausmaße an, die einfach nur gigantisch sind. Und jedes Jahr werden 15 Milliarden, 15, 16 Milliarden Geschöpfe Gottes dorthin gerafft, nur für die fleischlichen Gelüste der Menschen. 15 bis 16 Milliarden Geschöpfe Gottes. Und das sind ungefähr 7 Milliarden Landtiere und circa 9 Milliarden Meerestiere. Und wenn ihr euch vorstellt, dass der himmlische Vater mit jedem Leid eines jeden dieses Geschöpfes mitleidet, von 16 Milliarden Geschöpfen, dann ist das einfach nur mind-blowing, wie man so schön sagt auf Englisch, das ist einfach unvorstellbar, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er sich diese Dinge immer noch mit anschaut. Und im Petrusbrief lesen wir auch, dass Gott seinen Sohn noch nicht wieder zurückgesandt hat, weil er möchte, dass alle zur Buße kommen und zum ewigen Leben finden. Und die wahre Versöhnung des Menschen mit Gott liegt darin, wieder zu dem zurückzukehren, zu dem unblutigen Opfer, zu der unblutigen Nahrung, die von Anfang an gegeben wurde. Zur unblutigen Nahrung, die das Erdreich der Mutter Erde hergibt, und zu dem unblutigen Opfer, das Jesus Christus wieder zu seinem Ursprung gebracht hat, nämlich der Eucharistie, dem Brechen des Brotes und dem Trinken des Traubensaftes. Was, wie ich auch schon dutzende Male gesagt habe, schon durch Melchisedek praktiziert wurde
und laut anderen Schriften, wie zum Beispiel den Schriften Abrahams, von allen Vorvätern oder allen Vorvätern bekannt war und von allen Vorvätern auch praktiziert wurde. Und dort lesen wir unmissverständlich, dass das das ewige Priestertum Gottes ist. Das ewige, unblutige Priestertum. Und ich möchte jetzt diesen Text hier noch weiterlesen, denn ich möchte das Video auch nicht allzu lang werden lassen. Und weiter lesen wir hier, wird der Zorn Gottes nicht aufhören, über euch zu kommen, wie er über eure Väter in der Wüste gekommen ist, die unter Mose nach Fleisch lüsteten, 4. Mose 11, könnt ihr nachlesen, mit dem sie sich vollstopften und von Fäulnis erfüllt waren und von der Seuche verzehrt wurden wegen ihres bösen Verlangens. Denn ich sage euch, selbst wenn ihr an meiner Brust versammelt seid, aber haltet nicht alle meine Gebote, so werde ich euch davonstoßen. Und das ist dasselbe, was Gott mit seinem Volk gemacht hat, was dort ja auch im Tempel an seiner Brust versammelt war, aber seine Gebote nicht gehalten hat und er hat sie verstoßen. Weil sie seine unschuldigen Geschöpfe umgebracht, abgeschlachtet und gegessen haben. Und er sagt hier, wenn ihr die kleineren Offenbarungen nicht bewahrt, wer wird euch dann die größeren geben? Und die kleineren Offenbarungen, habe ich auch schon dutzende Male gesagt, die kleineren Offenbarungen sind erstmal die, das sind die grundsätzlichsten Dinge überhaupt, dass man alles Leben achtet und respektiert, was der himmlische Vater erschaffen hat. Das ist der erste Grundsatz, den man zu befolgen hat, wenn man von sich behauptet, ein Nachfolger Jeschuas zu sein und ein wahrer Anbeter des wahren Gottes. Und er sagt hier, denn seit undenklichen Zeiten hat Gott zu keinem Zeitpunkt Tier- oder Menschenopfer gefordert. Das haben wir eben in Jeremia 7 gelesen, dass er das dort selbst sagt, denn sonst würde er seinem eigenen heiligen Gesetz nicht gerecht werden. Noch hat Gott dem Menschen oder dem Tier gestattet, sich gegenseitig zu essen, denn sonst wäre er ja seiner eigenen Liebe unkundig. Wie also könnte man nach dem Gesetz der menschlichen Liebe Fleisch essen und Blutopfer darbringen? Ihr kennt nicht den wahren Gott, sondern betet den perversen Gott eurer Welt an, nämlich den Satan, den Vater des Schwertes und des Blutvergießens, denn durch ihn allein ist der Tod in die Welt gekommen, und der Tod breitete sich auf alles aus, denn alle Dinge wurden zu Sklaven des Vaters der Lüge, aber ich bin gekommen, um die durch die Ketten der Sünde Inhaftierten wieder freizulassen und den Völkern mein heiliges Gesetz zurückzugeben, damit sie den einzigen wahren Gott der Liebe und der Barmherzigkeit kennenlernen. Denn noch erleidet mein Gott die Sünden und die Irrtümer der Menschen, bis das Maß überläuft und er der Eitelkeit der Welt rasch ein Ende setzt und seinen auserwählten Samen abschneidet. Ihr wollt zwei Meistern dienen, einem Guten und einem Bösen, aber ihr könnt es nicht, denn entweder werdet ihr den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhaften und den anderen verachten. Kenne also deine wahre Wurzel, ob du nun gut oder böse bist. Kenne deine wahre Wurzel, ob du nun gut oder böse bist, und dann wirst du die Wahrheit erkennen, die Leben und Gesundheit gibt. Und wenn du deine wahre Wurzel erkennst und erkennst, dass du gut bist, dann wirst du dich für das Leben entscheiden, für das ewige Leben und für das Unblutige, für die unblutige Nahrung und für das unblutige Priestertum Gottes. Das ewige Gesetz, das nicht niemals vergehen wird, wo Himmel und Erde eher vergehen werden als dieses Gesetz. Und wenn du meinst zu erkennen, dass du böse bist, dann entscheidest du dich für den Tod und für den Satan. Und du entscheidest dich für die ewige Verdammnis und du entscheidest dich dafür, das zu essen, was durch Blutvergießen und durch das Schwert genommen wird.
Denn wir können nicht am Tisch der Dämonen und gleichzeitig am Tische Gottes sitzen. Und wer am Tisch der Dämonen sitzt, der ist das, was durch Schwert genommen wird, durch das Schwert genommen wird und durch Blutvergießen genommen wird. Und der, der am Tische Gottes sitzt, der ist das, was nicht durch Blutvergießen genommen wird, sondern das, was die Mutter Erde aus ihrem, ja, nie versiegenden Quellen, aus ihrem Erdreich hervorbringt. Und er sagt hier weiter, du kannst nicht sowohl dem wahren Gott und gleichzeitig dem Satan dienen, denn der wahre Gott ist alle Liebe und sein heiliges Gesetz führt zu allem Leben. Es gibt keinen Tod in seiner Ordnung und seinem Haushalt. Wisse aber, dass der Satan der Gott des Todes und des Blutvergießens ist und dem Volk viele unheilige Gesetze gegeben hat, die der wahre Gott hasst und verurteilt. Auch das haben wir durch die Prophetenaussagen, die ich euch vorgetragen habe, hier hundertprozentig dort erkennen können. Und es wird hier hundertprozentig dadurch bestätigt. Und er sagt hier weiter, wisse, dass sich die beiden nicht mischen können, sondern der Minderwertige wird hinweggetan werden. Und der Minderwertige ist natürlich der Satan. Denn das heilige Gesetz dient seit den Tagen von Adam und Eva als Richter über die Lebenden und die Toten. Und das ist auch das, was ich eben gesagt habe, dass Jesus Christus dort die Schafe von den Böcken trennen wird, nach den Kriterien, die ich euch vorhin genannt habe, den Taten der Liebe zu seiner Schöpfung, beziehungsweise den unterlassenen Taten der Liebe zur Schöpfung. Daher werdet ihr euch vor den Menschen und vor Gott rechtfertigen, denn Gott kennt eure Herzen und eure Wege. Wisset, dass das gleiche Gesetz und die Propheten hier waren bis Johannes und sich auch danach nicht ändern. Ja, sogar bevor die Grundlagen dieser Erde gelegt wurden, war das Gesetz und es wird bleiben in Ewigkeit. Ja, es ist leichter, dass dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Pünktchen des Gesetzes seinen Zweck verfehlt. Haltet also das Gesetz und alles andere wird euch hinzugefügt werden, denn es steht nichts über dem Gesetz und alles, was unterhalb des Gesetzes ist, alles, was unterhalb dem Gesetz der Liebe und der Heiligkeit allen Lebens ist, ist weder vollkommen noch vollständig, noch ist es vom wahren Gott der Liebe. Und die Pharisäer hörten alle diese Aussagen von Jeschua und stellten fest, dass er von ihnen sprach, denn sie lebten nach den Lehren der Menschen und des Teufels und nicht das wahre Gesetz, das Mose ihnen in der Wüste gegeben hat. Denn sie waren für all die Gesetzlosigkeit bezüglich der Tieropfer und des Fleischfressens in Israel verantwortlich. Und somit wissen wir jetzt auch, was Gesetzlosigkeit bedeutet und was Jeschua meint, wenn er sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen oder ihr, die ihr Gesetzlosigkeit wirkt. Nämlich, dass man sein ewiges Gesetz der Liebe und ewiges Gesetz der Heiligkeit allen Lebens dort missachtet und verwirft und dort für die unheiligen Gesetze des Satans eintauscht. Und zwar nur deswegen, um seine fleischlichen Gelüste dort zu befriedigen. Und fragt euch, ob es das wert ist. Ist es das wert? Ist es das wert, nur für den Geschmack, die Geschöpfe Gottes dort zu verderben und sich eines Tages von Jesus Christus anhören zu müssen, dass er einen nie gekannt hat, ist es das wirklich wert? Ich bitte euch wirklich von Herzen, nehmt euch diese Dinge zu Herzen und prüft sie so gründlich, wie ihr könnt. Und ihr werdet zu dem Ergebnis kommen, ja, zu dem Ergebnis, welches ich euch hier präsentiere. Nämlich, dass der himmlische Vater möchte, dass alle seine Geschöpfe in Sicherheit wohnen, dass niemand dem anderen einen Schaden zufügt, denn das ist die Erkenntnis des Herrn, wie wir eben gesehen haben.
Und wir haben auch gesehen, dass das Volk umkommt aus Mangel an Erkenntnis, nämlich aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Das bedeutet, dass seine Geschöpfe dort nicht mit Liebe behandelt werden, sondern aus auf den niedersten Beweggründen überhaupt, nämlich aus fleischlichen Gelüsten der Geschmacksknospen, dort vergewaltigt und abgeschlachtet und gegessen werden. Und zum Abschluss habe ich hier nochmal ein Zitat aus Lukas und dort heißt es: Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, nämlich die Schöpfung, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen, nämlich das ewige Himmlische? Und ja, damit möchte ich dieses Video jetzt schließen. Ich denke, dass ich dieses hier unmissverständlich rübergebracht habe. Und ich bitte euch, öffnet euer Herz dieser Botschaft, verstockt eure Herzen nicht, wie das Volk es in der Wüste getan hat. Denn ihr wisst, was mit dem Volk in der Wüste passiert ist. Und bitte trefft nicht die gleiche Entscheidung. In diesem Sinne, seid gesegnet und der Friede des Herrn sei mit euch und bis zum nächsten Video. Shalom.